Guten Abend, meine Damen und Herren, ringfrei, heute zum ersten Mal im neuen Jahr 1991 und ich hoffe, Sie haben auch rechtzeitig die neue Anfangszeit unserer Sendung mitbekommen, 21 Uhr, jetzt jeden Freitag. Heute Wrestling und Sumo und beim nächsten Mal dann Wrestling und Boxen. Wir haben 50 Minuten Zeit, deshalb fangen wir gleich an mit Wrestling. Bislang haben wir Ihnen ja dreimal oder in den letzten drei Wochen die Survival-Serie vorgestellt und präsentiert. Heute hat uns der Alltag wieder, aber es gibt doch eine Besonderheit, nämlich den Undertaker und der steht hier neben mir. Und die Verhältnisse stimmen so in etwa. Ich bin ungefähr 1,90 Meter groß und der gute Mann 2,13 Meter. Aber vielleicht die Breitenverhältnisse, die könnte man vielleicht noch korrigieren. Gut, mehr sehen Sie jetzt im folgenden Beitrag. Kommen wir gleich zu einem Mann, der bei der Survivor Series für Furore gesorgt hat. Das ist nämlich Kane, der Undertaker, der Bestatter also. Und meine Stimme hat er vorläufig auch mal bestattet, denn die hat sich verabschiedet. Die weihnachtliche Grippe hat zugeschlagen. Sein vorgesehenes Opfer heute ist Rick Samson aus Los Angeles, der 104 Kilogramm wiegt. Hören wir den Einzug von Kane um. Tja, und da ist wieder dieser bohrende, dieser absolut kalte Blick. Vielleicht der Höhepunkt der Survivor Series. Gleich ein harter Tritt vom Undertaker gegen Samson und ein Schlag, den man in der Schule immer gerne mal als kaukasischen Rundumschlag bezeichnete. Sie erinnern sich. Und der einhändige Takedown, damit stoppt der Undertaker jeden Wrestler sofort. Ja, also dieser Mann ist ja 2,13 Meter groß und wiegt 145 Kilogramm. Es darf allerdings bezweifelt werden, ob er wirklich aus Death Valley kommt. Das gibt es zwar, doch der Zufall wäre vielleicht ein bisschen zu groß. An seiner Dominanz im Ring allerdings gibt es keinerlei Zweifel. Hier ein harter Body Slam, ein sehr hoher Elbow Smash. Und was den Undertaker so gefährlich macht, das ist die Tatsache, dass er bei dieser Größe absolut durchtrainiert ist. Bei ihm gibt es keinerlei Fett, sondern nur Muskeln. Natürlich ein passender Spruch. Er möchte gerne jede Seele, die sich ihm in den Weg stellt, zur Ruhe betten. In diesem Fall sehr westernmäßig ausgedrückt. Dann haben Sie gesehen, wie agil dieser Bursche ist. Kraft und Beweglichkeit, eine verheerende Kombination im Wrestling. Ja, und dann natürlich dieser bohrende Blick. Ich glaube, nur Marty Feldman konnte mit seinen Augen so viel anstellen wie dieser Bursche hier. Greift sich die Hand von Samson. Steigt aufs Seil. Ich bin mal gespannt, was er jetzt vorhat. Er ist noch ein unbeschriebenes Blatt in der WWF. Man weiß nie so genau, was kommt. Balanciert auf dem Seil. Sehr gut gemacht. Und ein Axe-Handle Blow hier. Ja, Brother Love verlangt den Tombstone, einer Abwandlung des Pile Drivers. Und da ist auch schon die Vorbereitung dazu. Da haben wir ihn. Und wenn der Undertaker dem Gegner dann die Hände faltet und dabei so schaut, dann weiß man genau, was die Stunde geschlagen hat. Ein wirklich beeindruckender WWF-Neuling. Ja, und jetzt sehen wir einen Mann, der schon nach wenigen Sekunden den Tombstone miterleben musste. Es ist Coco Beware. Durch diesen Finishing Move des Undertaker war für ihn schon nach einigen Sekunden bei der Survivor Series Schluss.
Übrigens haben wir in dieser Sendung keine Grafiken eingeblendet, weil so viele Neulinge dazugekommen sind und sich so viele Tag-Team-Kombinationen geändert haben. Wir werden es heute noch sehen, dass erstmal eine neue und angemessene Grafik erstellt werden muss für die jeweiligen Wrestler. Den Gegner von Coco Beware wollen wir aber auch nicht unterschlagen. Auch er ein sehr bekannter Mann, nämlich Bob Bradley aus Washington D.C. ist ein seltsamer Vogel. Er wirkt eigentlich von Mal zu Mal stärker und durchtrainierter, gleichzeitig aber auch immer ein bisschen schräger und verrückter. Er erinnert mich ein bisschen an Jimmy Snuka. Coco wird auch immer Mode und Trend bewusster, das sieht man vor allen Dingen an seinem Haar. Ja, doch seine sympathische Art hat sich dadurch nicht verändert. Überhaupt nicht eigentlich. Feuert gleich das Publikum an, das steigt natürlich darauf ein. Bob Bradley mag das gar nicht. Der macht immer so viele fiese Matenten vor dem Kampf seit neuestem. Ich frage mich, was das alles soll. Vielleicht hat er eine zu viel auf die Mütze gekriegt. Ich meine, das kann natürlich auch sein. Das mag sein, ja. Testet gleich mal die Haltbarkeit des Seils, also für ihn kein großes Problem. Macht aber keine Anstalt, momentan mit dem Kampf zu beginnen. Er regt sich auch immer unglaublich über negative Publikumsreaktionen auf. Ja, gleich muss es ja losgehen. Ja, Coco Beware fordert ihn natürlich auf. Er ist ja ein Mann, der gerne kämpft, der gerne im Ring steht. Und Frankie schaut auch schon mal ein bisschen skeptisch, weiß auch nicht, was Sache ist. So, Jungs, auf geht's. Und jetzt wird's doch Zeit. Ah, er ist wieder im Ring. Jawohl, und der Lock. Bob Bradley mit zu viel Schwung und Unüberlegtheit und ein Armdrag von Coco. Und gleich noch einer hinterher. Und Bob Bradley verlässt erst einmal den Ring. Coco strahlt. Und uns gibt es die Möglichkeit, die Halle hier in Syracuse im Bundesstaat New York einmal in der Großeinstellung anzugucken. Schon beeindruckend, die Menschenmassen dort. Das stimmt, und Coco ruft auch schon. Komm schon, Bob, komm in den Ring, lass uns hier was machen. Das sind sie auch den Zuschauern schuldig. Bradley mit ein bisschen viel fiesem Attenten. Aber man darf ihn nie unterschätzen. Hier trifft er allerdings sehr genau den Kopf von Coco Beware. Der Whip-In. Coco kontert ihn da sehr schön aus. Und der Birdman fliegt. Ja, und zwar nicht nur mit den Flügeln, sondern auch mit einem Dropkick und ein Armdrag, und dann bleibt Coco gleich am Arm. Diese Aktion ein bisschen unfair. Aber jetzt hat er Bradley wieder in der Ecke. Doch der mit einem Reversal. Und Coco scheint diesen Aufprall doch gespürt zu haben. Denn er weicht Bradley nicht aus. Noch ein Whip-In, nein, ein Reversal. Ja, und sehr unüberlegt stürmt Coco daneben. Das haben wir auch schon bei der Survivor Series gesehen. Bob Bradley sollte sich nicht so viel Zeit lassen. Ich glaube, dann wäre er auch erfolgreicher. Gleich nachsetzen. Wieder der Whip-In. Und das Markenzeichen von Bradley, der Überschlag mit Ellbogencheck. Also Bradley hat momentan etwas mehr vom Kampf. Doch keiner der beiden sehr mitgenommen. Wieder schickt er Coco auf die Reise. Doch der weicht aus. Ja, und hier ist der Ansatz zum Ghostbuster. Und da ist er auch schon. Und der Kampf ist vorbei. Ein schöner Sieg für den kleinen Mann aus Union City im Bundesstaat Tennessee. The Birdman, Coco Beware.
So, und damit zu einem Kampf der Hart Foundation. Und ich hatte ja versprochen, einmal näher zu erläutern, wer in der Wrestlerfamilie Hart eigentlich was macht. Die Familie stammt aus Calgary in der kanadischen Provinz Alberta. Vater Stu Hart war ein bekannter Wrestler und später dann Veranstalter. Bret Hart, der Hitman, ist Aushängeschild Nummer 1. Hier haben wir ihn ja ein Bild. Dann gibt es noch Owen Hart, der in Europa sehr bekannt ist. Er reist sehr viel in der Weltgeschichte herum und ist der jüngere Bruder von Bret. Er war eine kurze Zeit als Blue Blazer in der WWF, als solchen haben wir ihn auch schon gesehen. Bruce Hart kämpft in seiner Heimat Calgary. Keith hat sich aus dem aktiven Wrestling zurückgezogen und kümmert sich um die Pro Wrestling Academy der Familie, die im kanadischen Midnapore beheimatet ist. Wayne Hart hatte kein Interesse an diesem Sport an sich, also beschränkte er sich auf eine Ringrichtertätigkeit. Und auch die Töchter von Stu Hart waren nicht inaktiv. Sie heirateten ausnahmslos Wrestler, sodass Stu nun Davey Boy Smith, Jim Neidhart und Dynamite Kid Tom Billington als Schwiegersöhne bezeichnen darf. Bei diesem Kindersegen fragt man sich, wie Vater Stu Hart da noch zum Wrestling kam. Ein wirklich beeindruckendes Familienunternehmen. Übrigens, deine Stimme gefällt mir so, die solltest du so lassen. Die Gegner der beiden heute sind übrigens Barry Hardy und Paul Perez. Gleich folgt wie immer das Ritual des Brilleabnehmens und irgendein junger Fan darf sich dann über dieses begehrte Souvenir freuen. Wie dieser kleine Junge hier, wieder ein Mensch glücklich. Und im Ring haben es gleich Jim Neanderthal Neidhart und Barry Hardy miteinander zu tun. Ja, also ich glaube, dass Horty darüber nicht so glücklich ist, um gleich beim Thema Glück zu bleiben. Ja, mit dem Bodyslam gegen Neidhart wird es wohl nichts. Umgekehrt dafür umso mehr. Das sieht man hier schon, ja. Nicht so sehr ein Bodyslam, als mehr ein Wegwerfer. Gehen wir aus dem Eiskunstlauf. Paul Perez jetzt im Ring. Und er betätigt sich als Flugobjekt, getreu dem Witz. Wie nennt man einen Bumerang, den man wegwirft, aber nicht zurückkommt, Uli? Du wirst es mir gleich sagen, bin ich sicher. Einen Stock ist direkt so schwer. Ach, und für diese Herren sollte es auch nicht so schwer sein, einzusehen, dass sie die Hart Foundation nicht einfach so abservieren können. I'm telling you, the only thing impressive about Team Wrestling in the World Wrestling Federation is power and glory. And the only thing we're impressed with is ourselves. And we're really gonna be impressed with ourselves when we take those belts from the Hart Foundation. All right. Wir hörten soeben drei Männer, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Doch wie sagt der Dichter, Hochmut kommt vor dem Fall. Unverhofft kommt oft. Oder was gibt's sowas. Noch? Bret Hart wechselt wieder mal mit Jim Neidhart. Und der lässt sich auch von Paul Perez Pseudo-Tigerhöschen nicht freundlicher stimmen. Nein, ganz im Gegenteil, er zeigt einen Bodyslam. Ihn ein Tier zu nennen, ist durchaus berechtigt. Aber er ist ein lustiger Vogel. Das spricht dann wieder für ihn. Und unterhält sich auch immer gerne mit dem Gegner. Ich glaube, der versteht es genauso wenig wie wir. Und seine Schläge haben noch jeden Rücken erschüttert. Wieder der Wechsel. Und ein Dropkick als Ablösung von Bret Hart. Fehlt noch der Bodyslam. Und den haben wir hier. Jim Neidhart wieder im Ring. Und der legt Perez jetzt zum Finishing Move, dem Flying Clothesline, auf. Ja, und da ist er auch schon. Bret Hart beendet den Kampf wie gewohnt. Ein überzeugender Sieg und wir warten auf die Zeitlupe. Und damit zu einer Veränderung im Tag-Team-Gefüge der WWF. Der Orient Express besteht nicht mehr aus Sato und Tanaka, sondern Kato hat die Stelle von Sato eingenommen. Der Manager ist aber immer noch der gleiche, nämlich Mr. Fuji. Und die Gegner der beiden sind heute Ron Cumberland und Mario Manzini. Tanaka,
Kato ist gleich im Ring. Er hat's mit Kovalic zu tun. Nach wie vor ist Tanaka eher der Techniker und Kato bleibt das Kraftelement. Reversal. Der Toss abgeblockt und Kato streckt Kovalic nieder. Ja, da freut er sich. Die Faust geht einige Male auf ihn nieder. Und jetzt Tanaka im Ring. Ja, und das nenne ich mal eine gelungene Tag Team Aktion. Sie war in der Zeit den erlaubten 5 Sekunden für eine gemeinsame Aktion und hatte gleichzeitig sehr viel Klasse. Tanaka nun auch einfach nur mit Tritten. Das kann er besser. Nun ist Kambolic in der Ecke. Wechsel auch gleich mit Mancini. Und der bringt Tanaka auch sofort in Verlegenheit. Im Schulterblock bleibt er stehen. Da geht der gefürchtete Flug von Tanaka. Und dazu haben zwei Männer etwas zu sagen. In the World Wrestling Federation that you want to. But the bottom line is, you have to get in the ring with the Legion of Doom, and then we can have some fun. Oh, what a rush! What a rush for us! What a drag for you! Ja, der Orient Express muss mit der Legion of Doom in den Ring, anstelle von Demolition, und Mr. Fuji muss dabei sein. Auf diesen Kampf warten sicher alle sehr ungeduldig. Doch in diesem Kampf hier haben die beiden keinerlei Probleme. Sie dominieren eindeutig. Und dann kommt jetzt gleich wieder der Boxsprung auf den Rücken des Gegners. Sieht auch nicht schlecht aus und tut bestimmt sehr weh. Fuji hat seinen Stock wieder angebracht. Und Kato setzt seinen Back-Suplex an. Wird aber nicht, sein Front-Suplex. Hier der Ansatz zum Finishing-Move der beiden. Das ist ein Kick mit anschließender Brücke und da haben wir schon hervorragend gemacht. Und das war das Ende. Der Orient Express meiner Meinung nach jetzt besser als irgendwann vorher, wenn er auch nicht gefordert wurde. Sehen wir uns noch einmal die Zeitlupe an und dann zu unserem heutigen Höhepunkt. Hier haben wir nun Demolition mit ihrem neuen Manager Mr. Fuji. Außerdem sind es nur noch Smash und Crush. Über die Regelung, warum das so sein muss, haben Sie es gehört. Jack Tunney hat nur noch 2 zugelassen und Axe ist außerdem nach Japan gegangen. Und sie haben eine neue Musik. Hören wir sie uns an. Also ich persönlich finde diese Musik auf jeden Fall besser als die alte. Ich finde sie gruselig, aber irgendwie origineller. Hier kommen jetzt die Bushwhackers, das haben wir schon an der Musik gehört, die in letzter Zeit sehr viel besser kämpfen als zuvor. Warten wir ab, was sich diese beiden Teams im Ring zu sagen haben. Ein Wort zu Demolition. Man kann sicher sagen, dass Axe auf dem absteigenden Ast war. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Crush dagegen sah ich eigentlich immer als den Besten der 3 Demolitions an. Und dieses Team, Smash und Crush, könnte noch einmal sehr, sehr erfolgreich werden. Natürlich die übliche Stimmungsmache. Und Demolition holen sich Rat bei Mr. Fuji. Noch läuft die Vorbereitungsphase. Also nochmal die Adresse von Brutus.
Butch und Smash stehen jetzt also im Ring. Smash natürlich der kräftiger von beiden. Das zeigt auch gleich. Und er verhöhnt Butch, wie gefällt er das, sagt er zu ihm. Oh, doch, der lässt sich natürlich nicht ins Boxhorn jagen. Warum sollte er auch? Schaut sich das Ganze an. Konzentriert sich. Oder was immer er tut. Das kann man seinem Gesicht ja nie so genau ablesen. Irgendwie kann sich Smash mit den Armbewegungen von Butch oder von den Bushwhackers nicht anfreunden. Vor allem, was sich darüber aufregt. Wieder der Lock. Doch wieder ist es Smash, der klar die Oberhand hat. Hier sehen wir es eindeutig. Er ist wirklich ein kräftiger Bursche. Jetzt macht er sich am Arm zu schaffen. So viel kommuniziert hat er mit seinen Gegnern schon lange nicht mehr im Ring. Vielleicht gefällt ihm die Kombination mit Crush. Ein Whip-In. Ja, doch da hat er sich verschätzt. Und nun kann vielleicht Butch kontern. Ja, das tut er auch gleich. Er wickelt Smashs Arm ums Seil und bleibt auch eisern am Arm. Butch gibt den Arm sozusagen an seinen Cousin Luke weiter. Der springt auf den Boden und streckt Smash so ein wenig. Der bittet den Ringrichter, den Kampf doch zu unterbrechen. Ja, stattdessen ein Wechsel. Und Luke macht nun am Arm weiter. Er bleibt konsequent dabei, denn da ist Smash doch schon angeschlagen. Und jetzt beißt er noch ein wenig. Ich frage mich, warum die jetzt so viel beißen? Haben die nichts gegessen? Ich weiß es auch nicht. Der Wechsel wiederum mit Butch. Luke hält fest. Und Butch kommt angestürmt. Ja, momentan wechseln die beiden wirklich wie ein richtiges Tag-Team, so möchte man fast sagen. Noch ein letztes Mal die Adresse von Brutus Beefcake. Dann dürfte es nun wirklich jeder mitbekommen haben. Und dann ist auch erstmal Schluss damit. Luke beherrscht Smash immer noch. Und kaum habe ich das gesagt, kontert Smash. Ein Body Slam? Nein, ein Side Backbreaker. Und er wechselt mit Crush. Doch der springt daneben. Luke nutzt die Chance und bearbeitet auf seinen Arm und Wechsel. Ja, und Butch wechselt auf seine typische Art. Dann ein kleiner Triumphruf. Warum auch nicht? Und schon wieder der Wechsel. Also so nach Tag Team Manier sieht man die beiden wirklich selten kämpfen. Sieht aber auch gut aus. Luke war da recht aggressiv. Zumindest für seine Verhältnisse. Er hat Crush sogar auf dem Boden. Wieder ein Faustschlag. Doch nun kontert Crush. Ist auch sehr viel stärker als Luke, sah auch nicht besonders angeschlagen aus. Und der Atomic Drop streckt Luke nieder. Und Smash ist wieder am Ring. Der wieder in typischer Demolition-Manier. Beide zusammen lassen den armen Luke jetzt ganz schön alt aussehen. Und Mr. Fuji will immer mehr davon. Smash wird ihm diesen Wunsch sicher mit Freude erfüllen. Ja, doch das bringt nicht sehr viel. Luke ist aber erschöpft. Wieder der Wechsel. Crush mit einem harten Tritt. Ja, man kann nur hoffen, dass Butch jetzt bald wieder in den Ring kommt. Whip in. Und der Bearhug. Ja, Luke will sich natürlich befreien. Doch er kann sich aus diesen Pranken einfach nicht herauswinden, das ist ja klar. Crush, ein unheimlich großer und kräftiger Kerl. Luke schlägt auf Crush ein, doch der scheint es überhaupt gar nicht zu spüren. Butch will ihm zu Hilfe eilen, doch da unterbindet der Ringrichter. Weiter der Bearhug von Crush. Und dann kracht Luke in die Ecke.
Jetzt auch Smash mit dem Bärhack. Doch Luke kann sich hieraus befreien. Ob er wechseln kann? Nein, noch nicht. Smash hält fest, da hilft auch das ganze Strampeln nichts. Wieder Crush im Ring. Er nimmt sich Butch vor. Die Strategie ist klar. Er geht zurück, macht mit Luke weiter. Und Butch will in den Ring, der Ringrichter muss ihn abhalten. Und das nutzen Demolition zu einigen gemeinsamen, aber verbotenen Schlägen. Klar, war zu erwarten. Klar, aber Demolition demolieren jedoch eindeutig. So hatte man es eigentlich auch erwartet. Die sogenannte Papierform, wie man so schon sagt. Und Luke muss hart in die Ecke. Da hat er regelrecht abgehoben. Dann jetzt darf Smash da weitermachen, wo Crush aufgehört hat. Wieder die Double Axe Handle Blows. Und hier nur noch einmal unsere Adresse, falls Sie das kostenlose Infoblatt haben wollen. Schicken Sie uns nur einen an Sie adressierten und frankierten Rückumschlag. Eine Markbriefmarke genügt. Und schon kommt das Infoblatt ins Haus. Sie werden nützliche Adressen der WWF finden, wo Sie Catch-Artikel bestellen können. Außerdem die Adressen für Videos und die von zwei deutschen Catch-Fanclubs, der WFA und der CFI. Sicher interessant, wenn Sie Gleichgesinnte treffen wollen. Nur noch einiges mehr, wie zum Beispiel die Ergebnisse von WrestleMania 1 bis 6 haben wir auch da drin. Und erzählen Sie uns doch etwas über sich selbst, wir würden es gerne erfahren. Luke konnte inzwischen mit Butch wechseln und der legt auch gleich richtig los. Ja, und jetzt macht Crush den Fehler, in den Ring zu wollen. Und das nutzen die Bushwhackers. Ein Double Body Slam. Und dann noch einer gegen Crush. Ja, aber die beiden haben sogar zusammen Mühe, den Burschen hochzuheben. Dann ein Double Clothesline gegen Smash. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert da. Die Vorbereitung zum Rambock. Nein, Mr. Fuji hat zugegriffen. Ja, das hat der Ringrichter wieder mal nicht gesehen. Mr. Fuji immer mit seinem Stock und das nutzt Crush zu einem Clothesline. Er pinnt Luke. Smash noch schnell raus, sonst wäre es nicht erlaubt. Und das war's. Ein Sieg, der mit Haken und Ösen erkämpft wurde. Sehen wir uns noch die Zeitlupe an. Hier sehen wir noch einmal die entscheidende Situation. Mr. Fuji hakt mit dem Stock nach. Und dann hat Crush keine Probleme mehr. Und mit diesen Bildern wollen wir uns bis nächste Woche verabschieden. Tschüss, bis dann. Und was wir jetzt machen, meine Damen und Herren, ist ganz einfach. Wir präsentieren Ihnen nämlich den Höhepunkt oder die Höhepunkte des 15. Turniertages der Sumo-Ringer. Und dazu wünsche ich Ihnen natürlich gute Unterhaltung. Sie wissen ja, Hook Tomi und Ono Kuni, das sind die beiden, die wahrscheinlich um den Titel kämpfen werden.